Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Strolli. Ihr seht es ja schon im Titel. Ja, ich weiß wieder nicht, wie ich das Video nenne, aber ich glaube, ich nenne es Ihr entscheidet oder so. Ja, und zwar geht es nämlich heute wieder um eine weitere Ankündigung. Doch allerdings künde ich zwar Projekte an, aber ihr dürft heute entscheiden. Ne, was heißt heute? Ihr könnt auch diese Woche noch entscheiden oder nächste Woche oder sonst wann immer könnt ihr entscheiden, welches Spiel wir halt Let's Playen sollen oder welches nicht. Das heißt, hinter dieser Decke hier, befinden sich alle Spiele. Ne, was heißt alle? Es gibt natürlich auch ein paar Geheimspiele. Also, geheime Projekte. Und, ja, ich stecke das Ding jetzt einfach mal auf. Upsi. Moment kurz. So. Ihr habt es schon gehört. So, jetzt muss ich das hier natürlich kurz irgendwie wegmachen. Upsi. Ich mach das mal kurz so hier. Ne? Ja, das sind Spiele. Darunter sind natürlich auch noch welche. Ist ja klar. Ihr seht schon, hier haben wir ein Spiel, das sich leicht... Ihr seht das auch schon. Oder halt auch da. Das kennt ihr eigentlich auch ganz leicht. Ist egal. So, wir fangen natürlich erstmal an mit dem ältesten Spiel, was wir hier haben. Und zwar ist das Super Mario 64. 1996 entwickelt von Nintendo und... Nintendo halt, einfach nur Nintendo. Und hier steht angeblich, dass es der vierte Teil sein soll. Das ist dreckig. Hier, das habe ich früher immer gekennzeichnet. Ja, das Spiel hat man ja abgebrochen und ja, jetzt endlich kann es wieder gestartet werden. Ja, falls im Hintergrund mal immer irgendwelche kratzigen Geräusche hört, das ist meine Katze, die hier am Kratzbaum rumnagt. Nee. Ja, wie gesagt, ihr entscheidet, schreibt es in die Kommentare, schreibt einfach die Spiele in die Kommentare, die ihr haben wollt, also einfach Super Mario 64. Bin gleich wieder da, Freunde. Was machst du da? Gell, verschwindest du? Jetzt raus hier. Nein. Ich glaub's aber nicht. Da haben wir schon ein Schloss an die Küchentür angebracht. Dann springst du noch hoch, weil ich vergessen habe, das Schloss zuzusperren. Also nee, ich habe da nicht ein Schloss angebracht, aber ja, so ein Riegel halt. Und den mache ich nie wieder da rein. Ja, ihr entscheidet, schreibt einfach den Namen des Spiels in die Kommentare. Und falls ein anderer... Mau, falls ein anderer schon Super Mario 64 oder also ein Spiel in die Kommentare geschrieben hat, dürfte dem gerne ein Like geben, damit ich das sehe. Ja, was heißt, dass ich das sehe? Ich lese eigentlich alle Kommentare, aber naja. Nein! Hört ihr, wie die... Da hört ihr, wie die schreit? Die will in die Küche. Die will ihr Futter. Aber das kriegt sie erst in einer halben Stunde. Okay, 35 Minuten, ist egal. Diddy Kong Racing ist das nächste Spiel. Keine Ahnung, was das entwickelt wurde, aber von Nintendo und Rare fürs N64. Genauso wie Super Mario 64. Schreibt's in die Kommentare. Ist halt ein Fun Racer für die ganze Familie mit Diddy Kong und, ja, keine Ahnung, wie der heißt. Timba, glaube ich. Banjo, Tiptup und Co. Thorsten Söding? Wer ist denn Thorsten Söding? Keine Ahnung. Wo kommt das denn her? Hab noch nie gesehen, dass da hinten was draufsteht. Dann haben wir als nächstes Conker's Pocket Tales. Ich komme mal hier, ich mach das mal ein bisschen näher. So, damit ihr das hier auch seht. Kleinen Moment kurz. Ne, das soll natürlich nicht gesehen. Ach, fokussiert doch mal richtig da. Ja, auch keine Ahnung, wann das entstanden ist, aber auch von Nintendo und Rare. Es ist der, ich weiß gar nicht, der Vorgänger oder Nachfolger von Conker's, na, wie heißt denn? Conker's Bad for Day. Nee, jetzt geht's auch noch aufs Katzenklo, ey. Das stinkt jetzt hier gleich. Ja, Gott sei Dank habt ihr keinen Geruchsfernseher. Keinen Geruchbildschirm. Aber ich glaube, irgendwann erfindet man das auch noch. Also, ich will's nicht haben. Oh nee, gehst doch nicht auf Klo. Ist ja jetzt auch egal, ne? Was denn? Hey, nein! Beißt du mein Bein hier? Ich glaub's nicht. Könnt ihr ja auch in die Kommentare schreiben. Also, ich halte von dem Spiel wirklich nicht viel. Aber ihr könnt es euch, falls es doch nicht kommt, könnt ihr euch sehr gerne von Yanni Bunny angucken. Der hat das nämlich, glaube ich, Let's Played. Er macht ja auch sein eigenes Conker-Spiel, denke ich mal. Conker's 12 Tales. Ja, aber mehr dazu weiß ich auch nicht. Da steht
diesmal nichts drauf. Und schon kommen wir, ja, kommen wir hier zum letzten der ersten Generation. Und zwar haben wir denn dann hier noch, ich mach das mal, Banjo Pilot. Ich mach das mal. Das gibt's dann wohl nicht. Ich zieh mal. Ah, ja, Freunde, ihr seht mal kurz nicht, das war jetzt beabsichtigt. Was schaffst du denn da hinten? So, Moment kurz. Wir machen das jetzt so. So, jetzt schiebe ich das wieder hin. Schön, wo kommt das hin? Das kommt da hin einfach mal. Und hier, ach, guck mal, da schön. Hier hin. So, die hatten wir schon. Banjo Pilot 2005 entwickelt für Game Boy Advance. Und der Nachfolger zu Gruntis Revanche oder Banjo-Tooie. Man weiß jetzt nicht so genau. Was frisst du denn da hinten? Die legt den Boden ab? Ich glaub's nicht. Ab 3 Jahren übrigens, ja. Von THQ auch noch. Das ist auch so ein Funracer. Wie Diddy Kong Racing. Nur halt mit den ganzen Banjo-Charakteren. Ich hab's ja schon mal vorgestellt. In der Show habe ich schon mal drüber gemacht. Ja. Habe ich auch schon angekündigt in Banjo-Kazooie, die Challenge. Ja, was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare. Soll ich jetzt play oder nicht? Bam. Entweder hingeworfen. So, kommen wir nun zum ersten und letzten GameCube-Spiel. Und zwar schon wieder Ice Age 2. Jetzt haut's. Was schaffst du da hinten, Mensch? Ja, das Spiel hat... Da hatte ich ein Part rausgehauen. Der war 30 Minuten lang. Mit schlechtester Qualität, die es je gibt. Ja, wenn ihr das nochmal mit neuer Qualität haben... Achso, und ich kann auch sagen, das mit der neuen Qualität wird nichts. Bei den Gameplay-Videos mit den... Ich habe euch ja versprochen, dass ab 18. oder 19. Juli Videos mit dem Aufnahmeprogramm kommen. Doch allerdings geht das nicht, weil bei uns nämlich das Internet ausgefallen ist, weil mal jemand das nicht bezahlt hat. Und deshalb... Ja, kann ich das nicht bestellen. Kannst du mir bitte sagen, was du da hinten mal machst? Und lass die Fernbedienung in Ruhe. Die geht sowieso schon nicht mehr. Und ich habe die Batterien eben schon gewechselt. So, also, ja, guckt euch einfach mal den ersten Part an, falls ihr überhaupt noch ertragen könnt. Ich kann es mir noch nicht mal anschauen, weil ich noch kein Internet mehr habe. Dann haben wir hier ein Xbox 360 Spiel, und zwar Rayman Waving Rabbids. Das ist ein Rayman-Spiel mit den Rabbids. Das passt ja eigentlich jetzt gerade hier in dieses Jahr hinein. Wegen, Mario und Rabbids Kingdom Battle oder wie auch immer das heißt, keine Ahnung. Ob ich mir das Spiel holen werde, weiß ich nicht. Ich kann es doch eigentlich hier hinstellen. Nee, kann ich nicht. 2006, glaube ich mal, oder? Wo steht denn das hier nochmal? Seht ihr das da? Ja, genau, 2006. Das ist halt irgendwie, ja, Rayman muss irgendwie die Rabbids da attackieren. Also ich kenne das Spiel, aber... Ja, hier hinten, da muss man halt irgendwelche Spiele spielen. Also so ähnlich wie Nuts and Bowls. Banjo-Kazooie Nuts and Bowls mit den einzelnen Aufgaben da. Aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Dann haben wir ein Wii-Spiel. Hier seht ihr schon. New Super Mario Bros. Wii. Und ich habe jetzt leider New Super Mario Bros. U nicht als Disc, sondern nur als Download. Genauso wie Super Mario 3D World, aber das wisst ihr ja. Deshalb ist das hier nicht dabei, aber da könnt ihr das auch in die Kommentare schreiben. Also New Super Mario Bros. U. Nicht Wii, sondern U. Einfach nur U. Ja, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Wenn ich das weiter let's playen soll, fortsetzen soll, oder wenn das hier zuvorkommen soll. Ja. Also da muss ich, glaube ich, wirklich nicht mehr zu viel zu sagen. Dann haben wir hier als nächstes... Oh, ja, ja, ja. Ich dachte schon, das geht jetzt gegen die Kamera und die fällt wieder um. Sonic and Sega All-Stars Racing mit Banjo-Kazooie. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Und zwar war das nämlich das erste Video 2016. Das war auch ein Let's Show, genauso wie Banjo-Pilot. Wenn es mal wieder spielen soll, also es ist auch ein Funracer, seht ihr ja eigentlich schon, mit Sonic und den Sega All-Stars Racing, Sega All-Stars halt, und natürlich hier mit Banjo und Kazooie steht ja auch da. Das Banjo, das Kazooie, das ist eine Sonnenblume. Ja, habe ich auch schon gespielt. Naja, geht eigentlich. Es geht.
sagen alle. Jetzt haben wir ein Spiel, worauf ich mich überhaupt nicht drauf freue. Und ich bitte euch, das nicht in die Kommentare zu schreiben. Aber ich habe mal gesagt, ich muss mich natürlich auch mal irgendwie... Ja, irgendwie muss ich ja auch mal leiden, ne? Jeder Let's Player muss irgendwie leiden, weil er irgendwie mal ein Spiel-Let's Play, das er überhaupt nicht leiden kann. Und das muss ich halt auch mal tun mit Harvest Moon, deine Tierparade. Das ist gerade noch... Das, ich will nicht sagen, das beste Spiel, aber es ist nicht ganz so schlimm wie die anderen. Das kann man auf jeden Fall noch spielen mit diesen komischen Elfen. Meine Mutter spielt das immer. Also die hat's mal gespielt, jetzt spielt sie nur noch Pikmin. das ist so Pikmin-Suchti. Aber leider kein Pikmin von LP Markus. Hm. Ja, mit diesen komischen Elfen, die einem irgendwie helfen. Ja, Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. mit diesen, genau, mit diesen zwei Göttern da. Die, wie heißt die? Götti des, Götti. Götter, Göttin des Dings und Gott des Dings. Göttin der Ernte, glaube ich, und Gott der Seele? 2010? von Nintendo und Rising Star Games. Rising Star Games. So, jetzt kommen wir hier zu den 3DS-Spielen und Wii U-Spielen. Und zwar haben wir nämlich einmal New Super Mario Bros. 2. Das goldene Zeitalter von Mario. Was macht denn die Katze? Ah, die schläft jetzt auf dem Sessel ganz toll. Schreibt es in die Kommentare. Da brauche ich auch nicht mehr zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es besser ist als Dings, aber ich kenne das halt. Ja. Es ist noch ein Bild. Weg bitte. Danke sehr. Da ist das nächste. So. Da haben wir noch ein Spiel, worauf ich mich nicht drauf freue. Und zwar Welcome to Animal Crossing New Leaf. Das Spiel ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Da kommt ja auch bald ein neuer Teil raus, ne? Und hier Melinda ist ja auch ein spielbarer Charakter bei Mario Kart 8. Oder vielleicht sollte ich sagen, bei einem Spiel, wo wir gleich noch zu kommen. Ja, also da brauche ich wirklich nicht mehr zu sagen. Animal Crossing ist beliebter als Harvest Moon, denke ich zumindest mal. Da finde ich aber Harvest Moon wirklich noch ein bisschen besser, muss ich sagen. Okay, Animal Crossing ist vielleicht noch ein bisschen, ganz kleines bisschen besser. Aber ich habe mich nicht irgendwie so richtig angefreundet mit dem Spiel. Ja, Looks Like Link hat ja auch mal... Was sag ich immer? Looks Like Link, der heißt Looks Like Link. Hat er auch mal vor, da zu spielen. Also hatte, 2011 oder so. Hat er gesagt. Keine Ahnung. Aber hat's doch nicht gebracht. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass der da macht. Bei mir könnte ich auch nicht vorstellen. Da haben wir hier Pikmin. Upsi. Ja, hab ich. Artwork. Gefällt's euch? Wollt ihr Pikmin 4? Schreibt in die Kommentare, wer Pikmin 4 will. Auch wenn's noch gar nicht raus ist mit der neuen Pikmin Art. Wer sieht denn die neue... Okay, eigentlich hat das... Moment kurz. Nee, das war jetzt alles so geplant. Habe ich sogar extra hier für dieses Video jetzt gestaltet. So. Pikmin 3. Ja, eigentlich ein viel, viel besseres Spiel als Animal Crossing und Harvest Moon. Und ich würde auch sagen, dass das eigentlich das Let's Play ist, was ich eigentlich von... Den, die jetzt hier gekommen sind, am meisten jetzt mag. Ja. Pikmin 3, also eine Pikmin-Serie von den Pikmin, die alle Pikmin sind. Ja. 2013? 2013 entwickelt. Hey Pikmin kommt ja auch am 28. raus. Beziehungsweise ist schon rausgekommen. Ich weiß ja nicht, ob wann ich dieses Video hier hochlade. Und wenn ich wieder Internet habe, um das überhaupt hochzuladen. Ja, Pikmin 3 mit Nintendo Network. Wunderbar. Wunderbares Spiel, wirklich. Kann ich sagen. Upsi. Ach, das gibt's doch nicht. Warum fällt das Stativ immer wieder um? Und ich habe ja nicht mein Stativ. Dann haben wir hier schon das eben erwähnte Mario Kart 8. Es geht weiter in die zweite Runde. Das heißt, es geht weiter in die zweite Runde. Es geht erstmal weiter mit Runde 1. Das Spiel ist ja jetzt out. Es geht ja jetzt nur noch um Mario Kart 8 Deluxe. Glücks. Ja, aber ich besitze leider noch keine Switch. Oder wie Senioren zocken, Evelyn sagt. Switch! Nee, okay, nicht lustig. Ja, habe ich das nicht. Aber ich werde es mal irgendwann holen. Irgendwann. In 40 Jahren. Wenn es schon wahrscheinlich NX gibt.
was nie kommen wird, aber ist egal. So, ja, da muss ich wirklich nicht mehr zu sagen. Da haben wir, hier, Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ja, soll's weitergehen oder nicht? Ich hab, drei Parts hochgeladen, einen habe ich aber gelöscht, so bleiben euch nur die ersten zwei zur Verfügung. Ja, und ich habe Ocarina of Time 3D auch gespielt und Majora's Mask hatte ich vorzuspielen, aber Ocarina of Time Master Quest 3D hatte ich vorzuspielen. Allerdings bin ich direkt im Deku-Tempel zweimal gestorben. Ich habe das aufgenommen, aber habe es direkt wieder gelöscht. Und zwar heute. Oh! Ich heb's gleich auf. Und als last but not least haben wir hier noch Legend of Zelda Twilight Princess HD. Das habe ich auch schon mal angefangen hier zu spielen. Als NLP 2016 ist schon ein Jahr her. ja, das Spiel kenne ich so halb, muss ich sagen. Was heißt so halb? Zum Viertel kenne ich das Spiel. Oder zum Achtel oder so. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, aber das geht, glaube ich, ziemlich lang. Genauso wie Breath of the Wild. Das geht ja auch ziemlich lang. Ich habe mir zwar kein einziges Let's Play davon angeguckt, aber ich kenne da einen, der das Spiel, der hat mir davon berichtet, der hatte das eigentlich in 3 Tagen durch. Ich weiß nicht, wie lange man dafür braucht, aber ich denke schon, dass das irgendwie lang ist. Und mit den DLC-Packs jetzt auch. Und natürlich waren das noch nicht alle Spiele. Es kommen natürlich immer noch Spiele. Ihr könnt ja auch, wahrscheinlich verlinke ich das nochmal in der Infobox. Und zwar nämlich, ich habe eine Liste erstellt mit allen Let's Plays. Habe ich jetzt schon etwas länger, schon einen Monat oder so. Ja, das heißt bei mir etwas länger. ja, habe ich das Ding. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr dieses Video jetzt geschnitten seht, weil es geht ja eigentlich schon recht lang für so eine Ankündigung. Aber ich hoffe, ihr seid überhaupt noch dran und ihr könnt jetzt gerne abschalten, wenn ihr mich nicht noch weiter hören wollt. Also bis zum nächsten Mal und ciao, sag ich erstmal noch. So, jetzt habt ihr abgeschaltet. Wenn nicht, dann schreibt alle noch zu eurem Kommentar Hashtag sonst was in die Kommentare. Also ich zeige euch hier nochmal alle Spiele. Banjo-Pilot, Conker's Pocket Tales, Diddy Kong Racing. Wenn ihr nicht wisst, wie man das alles schreibt, halte ich es hier nochmal hin. Könnt ihr das überhaupt lesen für diejenigen, die kein Englisch können? Also ich. Ja, natürlich. Da. Oder halt. Da, das könnt ihr aber lesen. Upsi, falsch rum. Drückt einfach auf Pause, wenn es euch zu schnell geht. Punkt U. Nicht vergessen. Da ist ein Y hier. Wer es nicht erkennt. Ich hab's gerade auch erst nicht erkannt. Ich komm da hinten nicht mehr ran. Was ist das denn hier? Weg damit. So, Freunde. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen da und schreibt in die Kommentare, welche Spiele ihr haben wollt. Ihr dürft mir natürlich auch noch andere Kommentare schreiben. Also andere, Empfehlungen. Ja. Ach, und da muss ich noch sagen, es hatte mal jemand in die Kommentare von einer anderen Ankündigung geschrieben, dass ich mal, Donald Duck Quack Attack spielen soll und, Link Between Worlds. Da muss ich aber allerdings sagen, die habe ich ja schon Let's Played. Donald Duck Quack Attack war mein zweites Let's Play. Und A Link Between Worlds habe ich jetzt schon zweimal Let's Played. Also das reicht mal. Und da war auch noch was anderes dabei. A Link to the Past war noch dabei. Das habe ich auch. Habe aber jetzt eigentlich keine Lust darauf. Oder vielleicht wird es ein geheimes Let's Play, wo ihr nicht drüber entscheiden könnt. Aber es gibt ja natürlich auch noch andere. So wie ein neues Minecraft-Projekt, was bald starten wird. Es ist aber kein Minecraft-Konsolen-Let's-Play, sondern, also doch eigentlich schon, es wird auf einer Konsole gespielt, aber halt, ja. Freunde, ich will euch jetzt nicht weiter belasten. Wir sehen uns dann also das nächste Mal wieder.
Bis zum nächsten Mal und ciao. Ich denke an. Tschüssi, tschüssi. Okay. So. Tschüss.